Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten! In der vergangenen Woche jährte sich zum 20. Male die ausländerfeindlichen Übergriffe in Rostock-Lichtenhagen. Mit zahlreichen Veranstaltungen wurde an die schrecklichsten Ereignisse in der jüngeren Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns erinnert. Noch heute, genauso wie damals im Untersuchungsausschuss, empfinde ich angesichts von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit gegen die Bewohner des Sonnenblumenhauses Scham und Abscheu. Ich sage es ganz deutlich, wir alle müssen uns schämen für das, was damals geschehen ist. Wehrlose Menschen, die in unserem Land Schutz vor Verfolgung in ihrer Heimat suchten, wurden Opfer eskalierender Gewalt. Steine und Brandsätze flogen. Und nicht nur das. Viele haben damals zugesehen, sogar applaudiert. Zivilcourage zeigten nur wenige. Fehlende Zivilcourage, meine Damen und Herren, ist das eine. Eine andere Sache waren die massiven Fehler, die damals vom Bund, vom Land und von der Stadt gemacht worden sind. Alle Verantwortlichen haben versagt. Die Polizei ebenso wie die Ausländerbehörde, um nur zwei Beispiele zu nennen. Richtig ist, die Behörden, auch die Polizei, hatte vor 20 Jahren keine Erfahrung im Umgang mit derartigen Situationen. Damit aber die Untätigkeit erklären zu wollen, ist ein untauglicher Versuch. Die Asylbewerberinnen und Asylbewerber brauchten Hilfe in Lebensgefahr. Da kann sich und darf sich niemand hinter Vorschriften verstecken. Meine Damen und Herren, in der vergangenen Woche hatte ich, das räume ich offen ein, Sorge, wie wohl das Wochenende verlaufen würde. Viele Demonstrationen waren angemeldet, der Bundespräsident war zu Gast und in einschlägigen extremistischen Internetforen wurde mobilisiert. Wird es friedlich bleiben? Nicht nur einmal habe ich mir diese Frage gestellt. Heute kann ich erleichtert sagen, dass es bis auf wenige Zwischenfälle friedliche Veranstaltungen gegeben hat. Die Rostocker und ihre Gäste haben ein friedliches Zeichen gegen Gewalt und gegen Fremdenhass gesetzt, das bundesweit Beachtung fand. Sie haben gezeigt, dass alle Verantwortung für ein gewaltfreies Miteinander in unserer Gesellschaft tragen. Und sie haben gezeigt, dass die Demokratie dem Extremismus die Stirn bietet. Heute, und davon bin ich persönlich fest überzeugt, würden sich die Übergriffe von 1992 nicht wiederholen. Was geschehen ist, Wort und Würde aufgearbeitet. Wir haben gemeinsam aus den Konsequenzen gelernt. Ausländerinnen und ausländische Mitbürger gehören heute selbstverständlich zu Mecklenburg-Vorpommern. Wir Deutsche lernen von ihnen ebenso wie sie von uns. Wir leben gemeinsam und können stolz auf dieses Miteinander sein. Aber und auch das gehört zur Wahrheit, in Mecklenburg-Vorpommern leben im Vergleich zu anderen Bundesländern nur wenige Menschen mit ausländischen Wurzeln. Ich rechne aber damit, dass sich der Anteil in Zukunft erhöhen wird. Dafür brauchen wir uns nur die gegenwärtige Situation in den Krisengegenden der Welt anschauen. Beispielsweise die schrecklichen Ereignisse in Syrien. Hier flüchten täglich viele tausende Menschen. Ebenso ist es in Afghanistan, auch in Kosovo ist die Lage nicht wirklich befriedet. Die Asylbewerberzahlen steigen wieder an. Im Jahr 2011 haben wir, wie ich schon eingangs heute erwähnte, fast 1000 Frauen und Männer aufgenommen, nachdem sich die Zahl in den vergangenen Jahren immer um die 500 bewegt hat. Selbstverständlich müssen diese Menschen vernünftig integriert und untergebracht werden. Es erfüllt mich mit großer Sorge, dass die Abgeordneten der NPD hier an der Fragestunde gleich wissen wollen, wo erstens die neuen Unterkünfte im Landkreis eingerichtet werden und was sie kosten. Brauchen Sie diese Informationen für Ihre Hetzpropaganda? Meine Damen und Herren, ja, Ihre Aufklärung kenne ich. Meine Damen und Herren,
Die Reaktionen von der Fensterfront zeigen, wir sind beim Thema Demokratie und Toleranz auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Deswegen gilt, wir dürfen uns nicht auf dem Erreichten ausruhen und müssen jeglichen extremistischen Umtrieben den Riegel vorschieben. Dazu gehört demzufolge auch, wie eingangs schon erwähnt, ein NPD-Verbot. Die Betonung liegt aber in diesem Fall auf jeglichen extremistischen Bestrebungen. Von rechts ebenso wie von links. Genauso wie es falsch ist, gegen Ausländer zu hetzen, ist es falsch, und da sind wir uns auch einig, eine Eiche, die als Zeichen des Friedens gepflanzt wurde, abzusägen. Für das Fällen eines frisch gepflanzten Baumes auf der Basis von fadenscheinigen, pseudohistorischen Begründungen bringe ich keinerlei Verständnis auf. Die sich selbst bezichtigten Extremisten aus dem offensichtlich linksautonomen Spektrum bewiesen damit, dass sie selbst nicht demokratiefähig sind. Auch das gehört dazu und deswegen wird der Aufarbeitungsprozess weitergehen und es ist richtig, dass wir den Landtag nutzen, um hier an die Ereignisse vor 20 Jahren zu erinnern. Es gibt also noch viel zu tun. In diesem Sinn lassen Sie uns 20 Jahre Rostock-Lichtenhagen Erinnerung und Mahnung gleichzeitig sein. Ereignisse wie damals dürfen sich in Mecklenburg-Vorpommern nie wieder wiederholen. Vielen Dank. Das Wort hat nun